Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Recht auf Wohnungstausch einführen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Es scheint keine größeren Wechsel zu geben. Dann können wir, glaube ich, sofort starten. Ich eröffne die Aussprache und es startet Karin Ley für Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lange Schlangen bei der Wohnungssuche in fast jeder deutschen Stadt. Es gibt gerade noch 1 Million Sozialwohnungen, aber 11 Millionen Haushalte hätten theoretisch einen Anspruch darauf. Vom Neubauziel 100.000 neue Sozialwohnungen im Jahr sind wir meilenweit entfernt. Und selbst wenn unser Vorschlag endlich angenommen würde, 15 Milliarden Euro jährlich in den sozialen Wohnungsbau zu investieren, dann bräuchte es noch viele Jahre, um die Wohnungsnot zu lindern. Deswegen machen wir heute einen pragmatischen Vorschlag und fordern ein Recht auf Wohnungstausch für alle MieterInnen, die es wollen. Viele suchen händeringend eine größere Wohnung, weil sie zum Beispiel eine Familie gründen wollen. Andere würden sich gerne verkleinern, weil zum Beispiel ein Partner stirbt. Ja, auch das gibt es. Doch diese Umzugswünsche scheitern schon alleine daran, weil eine kleinere Wohnung mit einem neuen Mietvertrag viel mehr kosten würde als eine große mit einem alten Mietvertrag. Deswegen schlagen wir vor, dass MieterInnen das Recht erhalten sollen, ihre alten Mietverträge zu tauschen. So bleiben am Ende 2 günstige Mietverträge zu bezahlbaren Preisen und beiden Haushalten ist geholfen. Ich freue mich über die breite Unterstützung für diesen Vorschlag von MieterInnen, Betroffenen, vom Deutschen Mieterbund, der Justizministerkonferenz oder auch aus anderen demokratischen Parteien. Es gibt andere Vorschläge, die in eine ganz andere Richtung weisen. Auch dazu will ich was sagen. Das Recht auf Wohnungstausch ist ein Recht und keine Pflicht. Alle Ansinnen, SeniorInnen die Schuld für die Wohnungsmisere in die Schuhe zu schieben oder gar gegen ihren Willen aus den Wohnungen zu treiben, die lehnen wir entschieden ab. Deshalb haben wir hier auch mehrfach eine Nachbesserung beim Kündigungsschutz gefordert, keine Kündigung von Menschen über 70. Leider sind wir mit diesen Anträgen gescheitert. Jetzt zu den ernstzunehmenden Einwänden. Kann das Recht auf Wohnungstausch alle Probleme des Wohnungsmarktes lösen? Nein, natürlich nicht. Aber jeder 10. in Deutschland lebt in viel zu kleinen Wohnungen und 6% in sehr großzügigen. Wenn nur ein Bruchteil bereit wäre, sich freiwillig die Wohnung zu tauschen zu den günstigen Bedingungen, dann wäre schon tausenden MieterInnen geholfen. Und schließlich höre ich, das ginge alles nicht wegen den Vermietern, aber sie sollen doch ein Einspruchsrecht erhalten, wenn es auch sehr eng definiert werden muss. Was in Österreich geht, das kann auch in Deutschland funktionieren. Und ich bin mir übrigens sicher, Herr Lutschak, den vielen guten KleinvermieterInnen, denen es nicht um das große Geschäft geht, die würden mit diesem Vorschlag gar kein Problem haben. Aber denjenigen, denen es doch nur um das große Geld geht, denen kann ich nur sagen, es gibt kein Recht auf Rendite, aber sehr wohl für bezahlbares Wohnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Bernhard Dahldrup für die SPD-Fraktion. Oder nicht? Ich bin noch gar nicht so weit. Ich mache es auch kurz, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich erkenne wirklich an, dass sich die Linken mit eigenen Anträgen immer wieder bemühen, Beiträge gegen Wohnungsnot und Wohnungsnot zu leisten. Aber ich glaube, das ist hier eine Kopfgeburt und die wird in der Praxis rechtlich und tatsächlich nicht standhalten. Es ist gut, dass über die Probleme von Überbelegung und Fehlbelegung hingewiesen wird. Das ist tatsächlich ein reales Problem auch. Aber anders als die Antragsteller behaupten, glaube ich jedenfalls, ändert ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Wohnungstausch daran nichts. Es gibt bereits Portale von Wohnungsgesellschaften, langjährige Bemühungen, die sind auch nicht erfolglos, aber sie sind jedenfalls nicht so relevant, dass tatsächlich größere Bewegungen dort entstehen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Warum ziehen eigentlich ältere Menschen nicht aus der objektiv zu großen und nicht altersgerechten Wohnung um? Ist das Rücksichtslosigkeit? Ist das
Egoismus, im Kern aus Kostengründen, die einen Rechtsanspruch nicht beseitigt. Häufig wegen der vertrauten Umgebung, wegen des Sozialraums, wie es heißt, den sie nicht verlassen wollen. Und wollen wir wirklich über eine Rechtsposition auf diese Menschen sozialen Druck ausüben? Da kann Karin ruhig gesagt werden, nein, das wollen wir nicht. Die Wirklichkeit wird aber so sein, dass das passiert. Und diese Form von Sozialkontrolle ist für uns jedenfalls nicht die Alternative zur Aufbau und Stärkung sozialer Netzwerke. Das kann man in meinem Antrag anders beschreiben. Wir gehen vom wirklichen Leben aus. Und deswegen glaube ich, ist es nicht sehr praktisch. Im Antrag heißt es schnelle und pragmatische Lösungen. Aber der Rechtsanspruch ist das am wenigsten. Er ist nicht pragmatisch, sondern bürokratisch. Er ist nicht lebensnah, er ist juristisch. Und wo der mögliche Streit enden kann, wenn der Rechtsanspruch nicht durchgesetzt werden kann, das kann man sich ausmalen. Also deswegen glauben wir nicht, dass das ein vernünftiger Weg ist, weil er sozusagen nicht umsetzbar ist. Die Angebote der landeseigenen Berliner Wohnungstauschbörse zeigen, dort waren im Februar lediglich 90 Wohnungen inseriert, davon weniger als 10 mit mehr als 4 Zimmer und bis auf 2 alle außerhalb des Rings. Es ist nicht praktisch. Das Matching von Angebot und Nachfrage ist keine Sache des Rechts, sondern eine der Kommunikation und der Finanzierung. Und im Übrigen, sage ich mal, ist der Rechtsanspruch wahrscheinlich auch ein verfassungsrechtliches Problem, weil der Artikel 14, so sehr wir ihn auch gerne wegen der Sozialpflichtigkeit in Anspruch nehmen, schützt auch das Eigentum und die Freiheit des Eigentümers, Mieterinnen und Mieter sozusagen in Anspruch zu nehmen. Also mit anderen Worten, auch rechtliche Probleme werden tatsächliche Folgen haben, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht dazu führen, dass wir diesem Antrag zustimmen können. Das Grundübel des Wohnungsmarktes, das ist die grassierende Wohnraumknappheit. Und ich verstehe, dass da sozusagen der Finger in die Wunde gelegt wird. Wir brauchen da zusätzliche Mittel. Das ist überhaupt gar keine Frage. Darum kämpfen wir auch. Und ich glaube, wenn wir die wirklichen Probleme der Menschen ernsthaft beseitigen wollen, wenn wir sie ernst nehmen wollen, dann müssen wir uns auf die Kernfragen konzentrieren und nicht uns sozusagen nur auf die Nischenfragen, die es dabei auch geben kann und die dabei auch an der einen oder anderen Stelle helfen können. Aber das ist jedenfalls nicht genug. Wir setzen uns ein für mehr Mittel in der Baupolitik. Wir setzen uns ein für mehr Wohnungsbauförderung. Helfen Sie uns dabei. Das hilft, glaube ich, am besten. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Dr. Jan-Marco Lutschak, Entschuldigung, Don. Dr. Jan-Marco Lutschak, ich habe ja noch viel Zeit für die CDU-CSU-Fraktion. Geht es? Oh ja, das wäre super. Vielen Dank. Frau Präsidentin, vielen Dank für die Anrede Don. Ich glaube, da haben Sie mich verwechselt mit Robert Habeck wahrscheinlich momentan. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden in der Tat ja über ein ernstes Thema. Es gibt wenige Momente, wo ich meinem Kollegen Bernhard Rahltrup zustimmen kann, aber hier hat er tatsächlich die wesentlichen Punkte schon richtig herausgearbeitet. Natürlich ist die Analyse, die die Linke hier vornimmt, zutreffend. Wir haben steigende Mieten und das ist in der Tat eine soziale Herausforderung. Und weil es eine soziale Herausforderung ist, ist es natürlich auch eine Herausforderung, die der Politik ins Stammbuch geschrieben ist und der wir uns annehmen müssen. Die Frage ist nur, wie nehmen wir uns dieser Herausforderung an? Und bei der Linke, allerdings auch bei der Ampel, ist das wesentliche Konzept, was man immer hört, mehr regulieren. Wir müssen stärker in das Mietrecht eingreifen. Wir haben das jetzt gerade bei der Kollegin Karin Ley auch schon wieder gehört, die schon wieder das hohe Lied auf den Mietendeckel gesungen hat. Das wird am Ende die Probleme nicht lösen, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben, sondern das Einzige, was die Probleme tatsächlich löst, was gegen steigende Mieten nachhaltig hilft, ist, wenn wir das Wohnungsangebot verbreitern, wenn wir den Rahmen so setzen, dass mehr, schneller und kostengünstiger gebaut werden kann, meine Damen und Herren. Und Sie wollen jetzt nur mit einem Recht auf Wohnungstausch die Probleme lösen. Und in der Tat muss man sich fragen, ist das ein geeignetes Instrument und ist die Art und Weise, wie Sie das jetzt vorschlagen, eigentlich eine richtige Umsetzung? Und die Zahlen hier aus Berlin sind ja zum Teil schon angesprochen worden. Es gibt ja bereits kommunale Tauschplattformen. Ich weiß es von den Berliner Wohnungsgesellschaften, immerhin 6 an der Zahl, die 350.000 Wohnungen in ihrem Portfolio haben. 350.000. In den letzten 5 Jahren gab es gerade einmal 450 Wohnungstausche, die darüber abgewickelt werden können. Also nicht einmal 100 pro Jahr. Und das zeigt eben
sehr deutlich, dass es natürlich Menschen gibt, die in vielleicht aus Sicht der Linken zu großen Wohnungen wohnen, weil die Quadratmeter zu groß sind. Aber das sind Menschen, die wohnen da schon seit 10, 20, 30 Jahren da. Sie sind tief verwurzelt in ihrem Kiez und wir wollen sie nicht mit Instrumenten, die am Ende einen sozialen Druck auf sie ausüben, am Ende dort herausbekommen. Das Angebot und die Nachfrage passt an der Stelle nicht auseinander. Und deswegen ist dieses Recht auf Wohnungstausch ein falsches Instrument, meine Damen und Herren. Erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Ley? Immer gerne. Verehrter Herr Kollege Lutschak, wir beide arbeiten ja schon seit vielen Jahren gemeinsam an diesem Themengebiet. Sie haben jetzt suggeriert, wir würden Seniorinnen und Senioren auf Sie Druck ausüben und suggerieren, dass Sie ausziehen müssen. Da will ich Sie fragen, ob Sie sich daran erinnern, denn wir haben hier gleichzeitig im Plenum gesessen und im gleichen Ausschuss, dass wir als Linke dreimal eine Verbesserung des Kündigungsschutzes gefordert haben, sowohl bei der Eigenbedarfskündigung als auch bei der Schonfristzahlung, und wir explizit gefordert haben, keine Kündigung von Menschen über 70. Alle diese Vorschläge haben Sie abgelehnt und deswegen finde ich es wirklich wohlfeil und es ist einfach nicht sachlich und korrekt hier zu tun, als wollten wir das Gegenteil. Sind Sie also bereit, diese Kritik anzunehmen, dass Sie es waren, die einen besseren Kündigungsschutz auch für Seniorinnen und Senioren immer wieder abgelehnt haben? Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren, weil es zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte sind. Ich habe gerade davon geredet, dass durch ein Recht auf einen Wohnungstausch natürlich ein sozialer Druck entsteht, wenn die alte 90-jährige Dame auf 5 Zimmern in einer 150 Quadratmeter Altbaustuckwohnung wohnt und die Familie draußen irgendwie keine Wohnung bekommt. Dass natürlich dann Fragen laut werden aus dem Umfeld der Dame. Mensch, was machst du denn mit den 5 Zimmern? Kannst du nicht dir vorstellen, zu verkleinern? Natürlich gibt es da einen sozialen Druck. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man die rechtlichen Regelungen mietrechtlich, um Menschen im Alter zu schützen, vor Kündigungen anpasst. Und das, was Sie dort vorgeschlagen haben, ich kann mich noch sehr gut an die Debatte erinnern. Sie haben ja vorgeschlagen, dass Eigenbedarfskündigungen für ältere Menschen über 70 Jahre ausgeschlossen werden. Das war Ihr Vorschlag. Und den haben wir in der Tat als Union abgelehnt, und zwar aus einem ganz guten Grund. Denn was passiert denn, wenn ältere Menschen, die heute richtigerweise, das sage ich ganz ausdrücklich, richtigerweise von der Rechtsprechung sehr klar auch geschützt werden, weil in der Tat sie in ihrem Kiez verwurzelt sind. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Deswegen ist bei der Frage der Eigenbedarfskündigung, bei der Abwägung der Interessen, das Alter des Menschen immer ein richtiges Argument. Wenn man aber jetzt hingehen würde, eine solche starre Grenze machen würde, 70 ist die Grenze, danach kannst du nicht mehr gekündigt werden aus Eigenbedarf, was passiert denn? Diese alten Menschen kriegen nie wieder einen Mietvertrag und damit am Ende tun sie diesen Menschen einen Tort an und deswegen haben wir das abgelehnt und auch zu Recht, meine Damen und Herren. Erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage von Frau Menge von Bündnis 90 Die Grünen? Ja, bitte. Danke schön, Herr Lutschak, dass Sie die Frage zulassen. Der von mir sehr geschätzte Kollege Daniel Vorhopp ist in der Republik bekannt für solche Konzepte und es ist gelungen, in einigen Städten mit genau diesem Angebot Folgendes zu erreichen, dass eine Familie mit vielen Kindern, mehreren Kindern zum Beispiel eine größere Wohnung gefunden hat und ein älteres Ehepaar oder auch eine alleinstehende Frau und alleinstehender Mann froh waren, in einem Wohnungstausch in eine kleinere Wohnung zu ziehen, völlig freiwillig und ohne Zwang. Warum unterstellen Sie, dass man Menschen zwanghaft auffordern will, diesen Tausch vorzunehmen? Und warum reden Sie nicht positiv über die Möglichkeit, dass es in Zeiten auch dieser Wohnungsnot das Angebot unbürokratisch gibt? Ich bin mal auf das Abstimmungsverhalten der Grünen jetzt gleich gespannt. Aber ich rede, Frau Kollegin, überhaupt gar nicht dagegen. Natürlich, ich sage ja gerade, es gibt diese Angebote auf freiwilliger Basis durch die kommunalen Gesellschaften, da können sich die Privaten damit teilen. Das ist auch richtig, dass man ein solches Angebot schafft. Nur zeigt leider ein Blick in die Realität, dass es am Ende eben nicht ausreichen wird, um die Probleme, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben, zu lösen. Der Punkt, den ich gerade versucht habe zu machen, und der Kollege Dadrup hat ja durchaus in die gleiche Richtung argumentiert, wenn man ein solches Recht schafft, dann wird es am Ende eben so sein, dass die Fragen an die älteren Menschen, die eben aus der Sicht der Linken vermeintlich viel zu großen Wohnungen leben, dass dann natürlich eine Drucksituation schon entstehen kann, dass die Menschen sich rechtfertigen müssen dafür, dass sie vielleicht eben nicht aus ihrer Wohnung, wo sie viele Erinnerungen aus jahrzehntelangem
Leben und Wohnen verbinden, eben dann nicht ausziehen. Und das war der Punkt, wo ich sage, da müssen wir sehr aufpassen, dass die Gesellschaft an dieser Stelle eben nicht auseinanderdriftet. Und deswegen finde ich dieses Recht auf Wohnungstausch verfehlt, was DIE LINKE uns hier vorschlägt. Ich finde dieses Recht aber aus einem anderen Grunde auch noch verfehlt. Weil am Ende das, was Sie hier so als schnelle und pragmatische Lösung lobpreisen, ist am Ende ja etwas ganz anderes. Sondern es ist ein tiefgreifender Eingriff in die Rechte von Eigentümer. Es ist ein tiefgreifender Eingriff in die Privatautonomie, weil Sie am Ende den Vermieterinnen und Vermietern, den Eigentümern, einen anderen Vertragspartner aufdrängen. Sie konstatieren hier einen Kontrahierungszwang am Ende. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Ein Mietverhältnis, das ist ein Dauerschuldverhältnis, was insbesondere auf gegenseitiges Vertrauen angelegt ist. Man muss den Partner kennen. Und ich muss mal, wir reden ja jetzt auch nicht nur über die großen Wohnungsgesellschaften, sondern wir reden eben zum Beispiel auch über die Einliegerwohnung, die in einem Einfamilienhaus ist. Es geht um kleine Wohneinheiten, wo möglicherweise der Eigentümer selbst auch mit im Haus wohnt. Und dem sagen Sie jetzt, wenn du nicht einen besonders triftigen Grund hast, und Sie haben es ja gerade gesagt, das wollen wir eng definieren, wenn du nicht einen besonderen triftigen Grund hast, dann kriegst du einen anderen Mieter, den du überhaupt gar nicht kennst, in dein Haus als Nachbarn. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine Entkernung des Eigentumsrechts, was Sie an dieser Stelle machen. Sie nehmen die Eigentümerrechte an dieser Stelle überhaupt nicht ernst. Und das werden wir als Union an der Stelle auch nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Und ich will an einer Stelle noch einen weiteren Punkt machen, wieso das auch in der Praxis am Ende nicht weitergeht. Wir sehen doch, dass gerade die privaten Kleinvermieter, die noch mal den Großteil der Mietwohnungen in unserem Land stellen, dass die sehr sozial und richtigerweise und dankbarerweise sozial mit ihren Mieterinnen und Mietern umgehen. Da passiert über viele lange Jahre, zum Teil Jahrzehnte, überhaupt nichts an Mieterhöhungen. Die Mieterhöhung und die Investition in die Wohnung, die Investition in die Modernisierung der Wohnung wird vorgenommen, wenn es einen Mieterwechsel gibt. Wenn Sie aber jetzt ein Recht auf Wohnungstausch etablieren, dann gibt es überhaupt gar keinen Zeitraum, wo eine solche Investition vorgenommen werden könnte, wo man investieren kann in die Wohnung, die auf den neuesten Stand bringen kann, wo man sie energetisch modernisieren kann. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Das heißt, Ihr Recht auf Wohnungstausch würde am Ende auch investitionshemmend wirken. Sie würden all die hehren Ziele, die wir haben, richtigerweise haben beim Klimaschutz, am Ende ad absurdum führen. Es könnte kein barrieregerechter Umbau mehr erfolgen und all das wäre nicht möglich. Das heißt, die Substanz unseres Wohnungsbestandes würde am Ende durch eine solche Regelung leiden. Und deswegen ist es ein verfehlter Antrag. Ich darf Ihnen nur sehr empfehlen, das gilt aber auch für die Kolleginnen und Kollegen der Ampel, kommen Sie immer nicht nur mit mehr Regulierung, kommen Sie nicht nur immer mit mehr Verboten, sondern es geht darum, dass wir einen gesetzlichen Rahmen schaffen, dass wir mehr, schneller, kostengünstiger bauen können. Dann werden wir auch die Probleme, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben, besser lösen können. Das muss das Ziel sein, aber nicht Ihre verqueren Anträge, die Sie uns hier geben. Vielen Dank. Nächste Rednerin in dieser Debatte ist Hanna Steinmüller für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, es ist vermutlich unterschiedlich lange bei Ihnen her, aber die meisten werden sich daran erinnern, wie das war, nach der Schule das erste Mal ausziehen. In die eigene Wohnung, ins Wohnheimzimmer, vielleicht ein WG-Zimmer. Meistens ist es wahrscheinlich eher klein, vielleicht auch nicht sonderlich schön, aber immerhin Eigenständigkeit. Und dann im Laufe des Lebens verändert es sich. Findet man vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, mit dem man zusammenkommt und zusammenzieht? Gründet man eine Familie, braucht deswegen möglicherweise mehr Platz? Vielleicht ist es auch einfach, dass man Homeoffice macht und dafür ein Arbeitszimmer braucht. Und dann, wenn der Lebenszyklus noch weitergeht, gehen manchmal Beziehungen in die Brüche, ziehen Kinder aus, erlöst einen der Ruhestand vom Homeoffice und der Notwendigkeit des Arbeitszimmers. Kurz, der Wohnbedarf im Laufe des Lebens verändert sich. Und ich glaube, dass wir dafür Lösungen finden müssen. Momentan ist es so, dass der Wohnbedarf immer nur weiter steigt. Je älter man wird, desto höher steigt ist die Quadratmeterzahl, aber an dem Punkt, wo eigentlich der Bedarf sinkt, kommt es nicht zu der Verkleinerung. Vor 30 Jahren haben Menschen im Durchschnitt auf 35 Quadratmetern gewohnt. Mittlerweile sind es 48 Quadratmeter. Und natürlich kann man jetzt sagen, wir bauen einfach die ganze Zeit und es gibt Regionen, wo wir das brauchen.
Berlin, Stadt mit großem Zuzug, werden wir Neubau brauchen. Und wir müssen aber auch gucken, wie können wir die Flächen, die wir haben, besser verteilen. Und da gibt es verschiedene Hemmnisse. Das ist gerade schon angesprochen worden. Niemand von uns zieht gerne um. Es ist aufwendig, Kisten packen. Es ist zweitens oft schwer, eine Wohnung im Umfeld zu finden. Wenn ich seit Jahrzehnten in meinem Haus, in meiner Nachbarschaft, in meiner Wohnung wohne, dann möchte ich da in der Wohngegend auch bleiben. Aber um darauf direkt einzugehen, niemand zwingt einen ja beim Wohnungstausch 20 Kilometer in eine andere Richtung zu gehen. Im Gegenteil, es ist vielleicht viel einfacher, direkt in meiner Nachbarschaft, da wo ich verwurzelt bin, auch eine Alternative, wenn ich älter bin, vielleicht eine kleinere Wohnung zu finden. Das Problem ist nur momentan, meistens, wenn es zu einem Tausch kommt, dann ist es viel teurer. Und das ist einfach kein Anreiz, umzuziehen. Und ich glaube, dieser Realität müssen wir auch ins Auge schauen. Denn beim Recht auf Wohnungstausch geht es um ein Recht. Es geht darum, dass wir es leichter machen, dass man umzieht. Niemand ist gezwungen. Aber wenn wir bei dem Beispiel von der älteren Person bleiben, die jetzt wirklich ganz oft gefallen ist, was hat die Person von ihren 5 Zimmern im 4. Stock, wenn sie keine Möglichkeit hat, umzuziehen, weil sie es sich nicht leisten kann? Es wäre doch viel besser, wenn sie in eine barrierefreie Wohnung im Erdgeschoss umziehen kann mit einem Tauschrecht. Ich finde, das ist ein sehr sinnvolles Konzept. Und ich habe auch Jan-Marco Lutschak in den Tauschportalen geguckt. Und ich weiß, im Land Berlin läuft es nicht so. Ich habe aber zum Beispiel gestern Abend bei eBay Kleinanzeigen geschaut. Allein für Berlin gab es 111 Gesuche. Und es waren nicht nur Menschen, die gesagt haben, wir wollen eine größere Wohnung, sondern es waren auch Menschen, die gesagt haben, wir wollen uns aktiv verkleinern. Und das war nicht nur am Stadtrand von Berlin, sondern das war auch in Kreuzberg und das war in Charlottenburg. Und das waren Menschen, die haben sich vielleicht getrennt und wollen kleiner werden. Und es sind andere, die wollen sich vergrößern, weil sie Kinder bekommen haben. Und dafür brauchen wir einfach Lösungen. Und es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten, um diesen Wohnungsbedarf in unterschiedlichen Lebenslagen auszusteuern. Man kann Umzugsunterstützung machen. Wenn ich beruflich umziehe, gibt es das ja auch, dass mein Arbeitgeber mich unterstützt, das Umzugsunternehmen bezahlt, vielleicht einen Zuschuss zu den neuen Möbeln, den Transport und mir da einfach eine leichtere Möglichkeit gibt. Es gibt die Möglichkeit, das Matching zu verbessern. Das wurde ja auch schon angesprochen. Die Frage, wie erfahre ich denn davon? Gibt es vielleicht eine zentrale Seite, dass ich meine Wohnung tauschen kann? Und das Dritte ist halt die Frage, gibt es einen Rechtsanspruch? Und wir Grünen finden das sinnvoll. Wir haben das auch schon in unserem Wahlprogramm gefordert. Und weil es schon so oft gefallen ist, ich möchte es noch einmal sagen. Das Recht auf Wohnungstausch ist keine Pflicht zum Wohnungstausch. Wer in seiner Wohnung bleiben möchte, kann das jederzeit ohne Nachteile tun. Die Frage ist aber, was ist denn mit den Menschen, die sagen, hey, meine Lebenssituation hat sich verändert, das passiert im Laufe des Lebens, das wird Ihnen allen so gehen und ich möchte mich vergrößern oder verkleinern. Ich finde, da ist es sinnvoll, das zu ermöglichen, denn unser Ziel ist es, Wohnraum für alle Lebenslagen zu schaffen. Ganz egal, ob ich gerade von zu Hause ausgezogen bin, ob mir gerade total viele Kinder um die Beine wuseln oder ob ich mittlerweile möglicherweise alleine lebe. Wir wollen, dass der Wohnraum besser verteilt wird, dass es da einfache Möglichkeiten zum Wohnungstausch gibt. Und deswegen freue ich mich auf die Beratung des Antrags im Ausschuss. Vielen Dank. Roger Beckkamp hat das Wort für die AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In dem vorliegenden Antrag der Linken geht es um die Verdrängungszuwanderung, die unsere Menschen seit Jahren heimsucht. Und passend zum unablässigen Bevölkerungsaustausch fordert die Linke jetzt den gesetzlich abgesicherten Mieteraustausch. Aber im Einzelnen. Die Linken wollen mit ihrem Antrag ein Recht auf Wohnungstausch für Mieter einführen. Und in der Tat leben viele Mieter in zu kleinen Wohnungen. Andere Mieter wiederum leben in zu großen Wohnungen, sodass sie diese kaum nutzen können, vor allem ältere Menschen. Und natürlich kann jeder Mieter jetzt schon die Wohnung mit einem anderen Mieter tauschen, so wie er lustig ist. Also klein gegen groß, jung gegen alt, viele gegen wenige.
Also, wenn sich alle einig sind, die davon betroffen sind, auch die Vermieter. Aber das wollen die Linken ändern. Die Mieter sollen einfach in den jeweils anderen Mietvertrag eintreten können und dabei sollen alle Bedingungen des Vertrages, auch die Miethöhe, erhalten bleiben. Das ist natürlich Quatsch und widerspricht jeglichem Rechtsgedanken über die Freiheit, sich seinen Vertragspartner frei auszusuchen. So etwas gibt es ja hier in Deutschland. Dazu ein Beispiel. Ein freundliches älteres Ehepaar, er ehemals Beamter mit einem Hang zu Geldanlagen in Windkraft, sie früher Lehrerin mit Feder im Ohr und praktischem Igelschnitt. Grün, sozialisiert und kinderlos. Beide sind nicht mehr ganz so glücklich mit der Wohnung. Es ist alles sehr beschwerlich geworden, oben im vierten Stock. Es kommt sowieso keiner zu Besuch. Und jetzt möchten sie eine kleinere Wohnung, nur zu gut verständlich. Da trifft es sich gut, dass sie über einen Verein für Schlepperbanden ein paar junge Männer aus Afrika kennengelernt haben, denen Deutschland sehr gut gefällt und die gerne länger hier bleiben möchten. Diese Wohngemeinschaft junger Männer möchte dringend in eine größere Wohnung. Sie haben schließlich viel Tagesfreizeit. So wird man sich einig, die Wohnung zu tauschen. Die einen sparen etwas Rente, für die anderen zahlt das Amt. Alle sind glücklich. Alle? Nein. Die Vermieter bekämen in diesem Beispiel neue Mieter, die sie sich niemals ausgesucht haben. Wie gehen diese Mieter mit der Wohnung um? Können diese die Wohnung dauerhaft bezahlen? Passen die Mieter in das Haus zu den Nachbarn? Schließlich lässt sich nach Ansicht der Bundesregierung, Zitat, nicht jede Nation mit jeder in einem Haus zusammenbringen, Zitat Ende. Vergleiche die Veröffentlichung Soziale Mischung und gute Nachbarschaft in Neubauquartieren von 2020, Seite 51. Und vielleicht wohnen die Vermieter, Ihr Beispiel, Herr Lutschak, vielleicht wohnen die Vermieter sogar im selben Haus und hätten auf einmal Leute neben sich, die sie niemals als Mieter genommen hätten. Denken Sie bloß an das grüne Rentner-Ehepaar. Aber das Problem bleibt natürlich. Zitat aus dem Antrag der Linken. Die Mieten steigen unaufhörlich und die Wohnungsnot verschärft sich. Das stimmt ja. Aber woran liegt das denn? Liegt das daran, dass egoistische ältere Menschen in ihren viel zu großen Wohnungen sitzen und endlos Wohnfläche besetzen? Oder hat schon jemand ermittelt, jetzt kommt ja die Krux, wie viele Wohnungen an Sozialeinwanderer vermietet sind, die im Übrigen regelmäßig vom Amt bezahlt werden? Was wäre denn mit der Wohnungsnot, wenn man alle angeblichen Asylanten in der sozialen Hängematte abschiebt? Sind dann reichlich Wohnungen vorhanden? Wir erinnern uns, die Deutschen und anderen Einheimischen werden immer weniger. Es gibt also kein Problem mit Wohnraum, eigentlich. Aber alte Leute sollen lieber aus ihren großen Wohnungen ausziehen, weil grün-linke Politik Millionen Gäste aus Afrika und dem Nahen Osten einlädt und gleichzeitig den Wohnungsbau abwirkt. Wo alte Menschen sich nicht wehren können, passiert das auch schon auf brutale Weise. Dafür werden bereits Zimmer in angeblich christlichen Altenheimen gekündigt, weil angebliche Flüchtlinge lukrativer sind. Messerzuwanderung inklusive. Meine Damen und Herren, bei diesem Recht auf Wohnungstausch der Linken handelt es sich um eine Mischung aus Neid zu Lasten alter Leute und Zwang zu Lasten von Vermietern. Es ist die Fortsetzung einer inländerfeindlichen, ich komme zum Schluss, einer inländerfeindlichen Mietsteigerungszuwanderung mit anderen Mitteln, mit Sie waren schon deutlich am Ende der Redezeit, Herr Kollege. Sie waren schon deutlich am Ende. Für die FDP-Fraktion gebe ich das Wort dem Kollegen Dr. Thorsten. Nee, Entschuldigung. Er heißt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gut, dass wir heute so offen über das Thema sprechen. Dann werde ich das auch tun. Auf das, was eben gesagt worden ist, erspare ich mir aber jeden weiteren Hinweis. Das erübrigt sich. Es ist mir allerdings eine große Freude, mal wieder einen Antrag der Fraktion der Linken zum Mietrecht zu lesen. In kaum einem anderen Rechtsgebiet wird nämlich Ihre Geringschätzung der Unverletzlichkeit des Eigentums, so wie sie die Paulskirchenverfassung formuliert hat, deutlicher. Und in keinem anderen Bereich werden die Folgen eines solchen grotesken Politikansatzes deutlicher. Wenn ich an die blühenden Gebäudelandschaften im Osten Berlins Ende der 1980er Jahre denke, scheint mir das genau der richtige Weg zu sein. Wie man private Eigentümerinnen und Eigentümer, welche den weit überwiegenden Teil des deutschen Wohnungsbestandes halten, mit solchen Ideen geradezu aus dem sozialistischen Gruselkabinett
dazu motivieren möchte, den dringend benötigten zusätzlichen Wohnraum zu errichten. Das bleibt mir rätselhaft, scheint Ihnen aber auch egal zu sein, denn konkrete Vorschläge, wie mehr Wohnraum entstehen kann, habe ich von Ihnen von hier vorne leider noch nicht gehört. Als ob die Eigentümerinnen und Eigentümer in diesem Land nicht schon vor genügend Herausforderungen stehen. Bei den Beratungen zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes beispielsweise werden wir als FDP-Bundestagsfraktion daher sehr genau hinsehen, wie eine solche Regelung aussehen kann, um dringend benötigte Investitionen möglich zu machen. Möchten Sie die Zwischenfrage zulassen? Bitte sehr. Nein, das liegt daran, dass wir in die andere Richtung gerückt haben, weil hier drüben rechts so viel Geräusch war und wir immer aufpassen müssen, dass nicht komische Sachen gesagt werden. Bitte schön. Herr Kollege, Sie haben gerade behauptet, wir würden keine Vorschläge machen für mehr Neubau von Wohnungen. Und das trifft mich wirklich sehr, denn seit 12 Jahren fordere ich an dieser Stelle, zum Teil in der Tat durch unqualifizierte Zurufe von der rechten Seite, einen Neustart im sozialen und im gemeinnützigen Wohnungsbau. Es gibt keine Haushaltsdebatte, wo wir nicht eine massive Erhöhung der Fördersummen für den sozialen Wohnungsbau gefordert haben und indem wir auch gefordert haben, ein gemeinnütziges Wohnungsbauprogramm aufzulegen, was, wie ich mir vorstellen kann, die FDP vielleicht ablehnt wegen der Gemeinnützigkeit. Aber zu sagen, dass wir hier keine Vorschläge vorgelegt haben, massiv in sozialen Neubau zu investieren für Menschen mit geringem und durchschnittlichem Einkommen, das ist einfach unsachlich, das ist wirklich unverschämt und ich bitte Sie, diese Kritik zurückzunehmen. Liebe Frau Kollegin, herzlichen Dank für die Zwischenfrage. Sie vergessen eines bei dem, was Sie gerade formuliert haben. Wenn Sie die Frage oder wenn Sie den Vorschlag aufwerfen, massiv in sozialen Wohnungsbau zu investieren, müssen Sie auch die Frage beantworten, wo das Geld für diese Investitionen herkommen soll im Rahmen der verfassungsmäßigen Schuldenbremse. Von daher kann ich solche Vorschläge, die darauf basieren, dass man die verfassungsrechtliche Grundordnung an dieser Stelle im Grunde beiseite schiebt, um eine Idee zu verwirklichen, leider nicht wirklich ernst nehmen. Deswegen nehme ich das so nicht an. Nun soll also, das ist der Vorschlag des Antrages, das Mietrecht am österreichischen Beispiel genesen, jedenfalls beim Wohnungstausch. Aber wie kommt man denn eigentlich darauf, dass ausgerechnet Österreich ein Vorzeigebeispiel dafür sein soll, mehr Wohnraum und damit auch mehr, und da sind wir uns ja alle einig in diesem Hohen Haus, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Und das wäre übrigens alleine, wenn man es mal rechtlich betrachtet, eine Andeutung einer Rechtfertigung für einen solchen Eingriff ins Eigentumsrecht. Da machen wir doch mal den Faktencheck. Wohnen in Österreich ist deutlich teurer als in Deutschland, titelt etwa die Kleine Zeitung aus Graz. Noch interessanter, seit 2006 haben nach den statistischen Daten aus Österreich die Mieten sich um 70% in Österreich erhöht, seit 2006. Jetzt machen wir den Vergleich. In Bremen, auch interessant, da soll ja die nächsten Tage was passieren, ist das Land mit der höchsten Steigerung in Deutschland. Das sind gerade mal 40%. Alle anderen Länder liegen deutlich darunter, Berlin 27,4, Brandenburg 13, in Sachsen noch nicht einmal 10%. Also ganz offensichtlich leistet die Idee Wohnungstausch jedenfalls überhaupt gar keinen Beitrag zum Thema bezahlbare Mieten. Die praktische Relevanz, ich habe mir die Urteilsdatenbank mal angeguckt in Österreich, es gibt zu diesem 13 Mietrechtsgesetz gar keine Entscheidung, scheinbar ist das Thema überhaupt gar nicht relevant. Ansonsten, Kollege Luschak hat es angesprochen, ist dieser Antrag eigentlich überflüssig. Schon heute ist im Rahmen der bestehenden Gesetze natürlich ist möglich, Vertragsfreiheit, falls Sie das schon mal gehört haben, kann man diese Dinge eben frei vereinbaren, die Plattformen gibt es. Jetzt soll aber nach dem Antrag die neue Partei dieselben Konditionen wie die alte Mietpartei haben und den Vertrag übernehmen können. Noch nicht einmal die sowieso schon engen Grenzen. Es gibt ja ein soziales Mietrecht in diesem Land, das soll man ja immer nicht vergessen in dieser Debatte. Noch nicht mal die engen Grenzen können ausgenutzt werden, auch das wird eingeschränkt. Zusätzlicher Aufwand für den ganzen Bereich Prüfung der angemessenen Bedingungen, in Österreich ein wesentlicher Kernpunkt im Gesetz, Prüfung der Zumutbarkeit, wer das bezahlen soll, scheint völlig egal zu sein. Wollen Sie wirklich noch mehr private Eigentümerinnen und Eigentümer dazu bewegen, ihre Wohnungen an internationale Investoren, denen noch weniger daran liegt, zu investieren? Das ist nämlich genau das, was mit diesem Vorhaben passieren wird. Sie verdrängen den Mittelstand aus den Vermietungen und das wollen wir dezidiert nicht als Freie Demokraten. Das lehnen wir ab. Im Übrigen nur am Rande erwähnt, es hat ja ein Land die Mietpreisbremse abgeschafft Ende 2019. Ich habe gehört, unter liberaler Regierungsbeteiligung. Ich kann ja die Frage hier noch mal aufwerfen, wie haben sich wohl die Mieten entwickelt danach?
Sie sind unterdurchschnittlich gestiegen. Also auch dieses Element ist offensichtlich nicht das, über was wir diskutieren können. Der gravierendste Aspekt, das habe ich schon angesprochen, ist die massive Beeinträchtigung des Eigentumsrechts der Vermieterinnen und Vermieter. Man möchte fast sagen, typische Forderung an dieser Stelle, die Mietwohnung als öffentliches Gut scheint die Idee zu sein. Wobei, umgekehrt muss man es eigentlich sagen, die Mieterinnen und Mieter verfügen dann quasi wie Eigentum über die Wohnung, wenn sie frei tauschen können. Und die Vermieterinnen und Vermieter, die eigentlichen rechtlichen Eigentümer, werden an dieser Stelle völlig ausgeblendet. Diese scheinen ihnen egal zu sein. Was ist das eigentlich für eine Dreistigkeit? Menschen, die erhebliche Beträge in solche Immobilien investieren, in ihre Entscheidungsfreiheit derart zu entmündigen. Mit der FDP-Fraktion ist das definitiv nicht zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Statt noch stärker in die Märkte einzugreifen, ist etwas ganz anderes erforderlich. Ein Markt, der im Übrigen kaum noch als Markt erkennbar ist, der muss größer werden, und das gelingt nur mit mehr Bauen, mit der Erleichterung der Schaffung von Wohnraum. Das muss das Ziel sein und kein anderes. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kollegin Dr. Zander-Martens hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, es ist statistisch belegt, dass viele ältere Menschen in relativ großen Wohnungen allein leben, auch wenn die Kinder aus dem Haus und der Lebenspartner verstorben sind. Und auf der anderen Seite leben viele junge Familien mit Kindern auf engstem Raum und suchen erfolglos nach größeren bezahlbaren Mietwohnungen. Was läge dann näher, als zu sagen, lass sie doch die Wohnungen tauschen? Dafür gibt es bereits Wohnungstauschbörsen, eine seit circa 2 Jahren auch in meinem Wahlkreis in Düsseldorf. In dieser Zeit wurden circa 300 Anzeigen geschaltet, aber nur ein einziger Tausch war bisher erfolgreich. Warum funktioniert der Tausch in der Praxis nicht? Ein Grund dafür: der Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage. Es werden mehr große Wohnungen gesucht als angeboten. Also Menschen mit größeren Mietwohnungen suchen nicht nach einer Tauschmöglichkeit mit einer kleineren Wohnung, obwohl es in ihrer Lebenssituation sinnvoll wäre. Warum? Der Knackpunkt: der Vermieter oder die Vermieter auf beiden Seiten müssen dem Tausch zustimmen, und es gilt rechtlich als ein neuer Mietvertrag, mit der Folge, dass die Miete, ich sage es mal vorsichtig, nach oben angepasst wird. Mit anderen Worten, für Menschen mit älteren Mietverträgen und einer noch vergleichsweise moderaten Miete würde so ein Tausch in der Regel eine erheblich höhere Miete bei weniger Fläche bedeuten. Dann bleibt man doch da, wo man ist. Problem beschrieben, auf den Grund gestoßen, was könnte dann die Lösung sein? In letzter Zeit tauchen recht erstaunliche, um nicht zu sagen haarsträubende, Lösungsvorschläge in der Öffentlichkeit auf. Die Forscher des Immobilieninstituts der Universität Regensburg schlagen zum Beispiel vor, die Mieten bei alten, preisgünstigen Verträgen einfach deutlich zu erhöhen. Damit würde man diejenigen, die in zu großen Wohnungen leben, aber wegen der günstigen Miete nicht in eine kleinere Wohnung ziehen wollen, quasi zu ihrem Glück zwingen. Oder, ich sage es mit meinen Worten, wir würden die älteren Mieter herausekeln. Die Mieter, die sich diese hohen Mieten dann nicht leisten könnten, müsste dann der Staat mit Sozialhilfe unterstützen. Diese würde wiederum dadurch gespeist, dass die Vermieter auf diese höheren Mieteinnahmen höhere Steuern zahlen würden. Also, wir müssen noch mehr Mietern als heute schon mit Wohngeld helfen und sie zu Empfänger von staatlicher Unterstützung machen. Also mehr Sozialausgaben und Steuererhöhungen. Allein das macht schon klar, dass aus diesem Vorschlag in dieser Koalition nichts wird. Und ich sage als Sozialdemokratin, ich werde mein Möglichstes tun, damit aus diesen extremen neoliberalen Fantasien nie was wird. Den Menschen da draußen muss es doch wie Hohn vorkommen, dass in diesen Zeiten, in der heutigen Situation auf dem Mietmarkt, jemand ernsthaft vorschlägt, die Miete noch zu erhöhen. Die Linke schlägt vor, stattdessen ein Recht auf Wohnungstausch einzuführen. Die Mieter würden gegenseitig in bestehende Mietverträge eintreten, bei gleichbleibenden Vertragskonditionen, also ohne Erhöhung der Mieten. Eine Zustimmung der Vermieter dürfte nur aus besonders triftigen Gründen verweigert werden. Eine Verpflichtung des Vermieters, dem Wohnungstausch zuzustimmen, ohne die Miete anpassen zu dürfen, klingt gut, wäre aber als Eingriff in die Vertragsfreiheit rechtlich erstmal gründlich zu prüfen. Aber das wäre doch tatsächlich eine sinnvolle Aufgabe für den Justizminister und uns Abgeordnete, die sollten wir angehen. Denn jede rechtliche Unsicherheit würde Mieter und Vermieter von vornherein davor zurückschrecken, sich auf einen Wohnungstausch einzulassen. Dann hätten wir auch nichts erreicht. Aber abseits des Wohnungstausches gibt es noch weitere Ideen und konkrete Projekte, wie wir ältere Menschen unterstützen, die nicht mehr allein in ihren großen Wohnungen bleiben können oder möchten.
zum Beispiel Seniorenzentren mit betreutem Wohnen. Ein boomender Markt, die Häuser werden gerade überrannt. Das ist doch in unserer alternden Gesellschaft ein gutes Konzept für ein würdiges, selbstbestimmtes und bezahlbares Leben im Alter. Und sobald wir es den älteren Menschen durch solche bezahlbare Angebote ermöglichen, ihren Lebensabend nicht unbedingt in einer zu großen Wohnung alleine verbringen zu müssen, nehmen sie es dankend an. Und wir müssen uns keine rechtlichen Gedanken darüber mehr machen, wie wir die Leute aus ihren Wohnungen heraushäkeln können. Vielen Dank. Michael Breimann ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, das Thema Wohnungsnot ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist die Wohnungsfrage. Sie beschäftigt uns alle. Ich möchte auch nicht auf den Redebeitrag der AfD eingehen, völlig daneben. Aber mich wundert es doch schon sehr. Ich meine, die FDP-Linie, die wir jetzt gerade mitbekommen haben, die unterstützen wir als CDU-CSU-Fraktion. Bei der SPD scheint es so zwei Meinungen zu geben. Die Grünen-Linie ist eher pro Antrag der Linken. Aber mich würde mal interessieren, welche Linie hat bei dieser Frage eigentlich die Bundesregierung? Ja, das werden wir gleich bei der Abstimmung merken. Da bin ich gespannt. Aber ich finde schon, dass in dieser Frage eine Koalition mit drei Koalitionspartnern schon mit einer Stimme sprechen soll. Und der Antrag der Fraktion enthält ja eine nicht ganz neue. Ja, bei den Zwischenrufen merkt man ja, dass es Ihnen offensichtlich auch unangenehm ist, sonst würden Sie ja nicht so viel dazwischenrufen. Die offenkundige Lösung für uns besteht jedenfalls darin, mehr Wohnungen zu bauen. Das ist die Hauptaufgabe, um die Fragen zu lösen. Und ich glaube, wir sollten auch aufhören, und das ist heute, glaube ich, auch eine Diskussion, wenn sie auch gut gemeint ist, über eine Scheinlösung. Wir sollten aufhören, zu versuchen, in Vertragsverhältnisse einzugreifen, über Scheinlösungen zu diskutieren, den Menschen vorzuschreiben, wie, auf wie viel Quadratmetern sie wohnen sollen. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten als Parlament alles dafür tun, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, dass neue, auch barrierefreie Wohnungen gebaut werden. Bauen, 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 das ist jetzt das Gebot der Stunde. Und in der Tat, wenn ich mir die Diskussion so anhöre, also es wird hier über Tausch geredet, also man wechselt eine Wohnung ja nicht so wie ein Auto oder ein Möbelstück, sondern eine Wohnung ist mehr, ist Lebensraum. Da hängen Bekannte, Nachbarn dran, auch die Vermieter. Da ist Nachbarschaft, da ist das Lebensumfeld mit ÖPNV, mit Arztpraxen. Das will man nicht so schnell aufgeben. Und wenn wir uns praktisch den Vorschlag anschauen, was Tauschbörsen, was Tauschmodelle angeht, ja, da lohnt sich ein Blick nach Berlin, aber auch das Forschungsinstitut Empirica hat die Tauschmodelle in Berlin, Frankfurt, Potsdam und München untersucht. Und in allen Städten ist festzustellen, dass es keine merklichen Erfolge gibt, was den Tausch von Wohnungen angeht. Es hat nirgendwo in relativer oder relevanter Größenordnung geklappt. Und beim Bereich Österreich, beim Vergleich Österreich, sollte man auch berücksichtigen, ein Kollege von der FDP hat das sehr, sehr gut ausgeführt, dass es im Übrigen im österreichischen Mietrechtsgesetz auch eine Möglichkeit für Vermieter bei Tauschmodellen gibt, die Miete anzupassen, vergleichbar mit der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das unterschlagen Sie hier in Ihrem Antrag, so ist es aber tatsächlich in Österreich. Und was ich auch nicht gut finde, ist, es ist gerade vom großen Geld und von der Rendite die Rede gewesen. Also 60% aller Wohnungen werden von privaten Kleinvermietern in Deutschland vermietet. Und da muss ich sagen, und da gebe ich dem Kollegen Lutschak auch recht, das sind Vertragsverhältnisse, aber ich selber habe als Mietrechtsanwalt gearbeitet, ich weiß das. Das sind oft Vertragsverhältnisse, die bestehen lange. Dabei gibt es Vertrauen, eine soziale Bindung. Da geht es nicht immer nur um Mietzins, da geht es nicht um die große Rendite. Und da wollen wir jetzt die Möglichkeit geben, einzugreifen, dass ein Vertragspartner in einem wesentlichen Vertragspunkt bei einer Änderung keine Einflussmöglichkeit mehr hat. Ich persönlich halte das für unverhältnismäßig. Dieser Eingriff ist zu groß. Und ich finde, bei dieser ganzen Debatte, worüber uns wir noch gar nicht unterhalten haben, und das kommt auch viel zu wenig vor, ist das Thema Eigentumsförderung. Lassen Sie uns doch hier noch viel mehr darüber diskutieren, wie junge Familien ihren Traum vom Eigenheim auch ermöglichen können.
Und da gibt es auch aus den Ländern gute Beispiele. In NRW beispielsweise gibt es das Projekt Jung kauft alt. Ja, da werden wirklich Anreize gesetzt auf freiwilliger Basis. Anreize, Förderung für den Umzug, für diejenigen, die ausziehen, und Förderung für die Sanierung für die jungen Familien, die einziehen. Und das könnte man auch auf Mietverhältnisse ausweiten, gar keine Frage. Aber auf freiwilliger Basis, Freiwilligkeit und wirtschaftliche Anreize, das muss die Antwort auf die Wohnungsfrage sein. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Aber ich bin hochgespannt, wie die Koalition bei dem Antrag der Linken jetzt in den nächsten Wochen agieren wird. Ich hoffe, die FDP-Linie, es kommt leider nicht oft vor, aber ich hoffe diesmal, dass sich die FDP-Linie durchsetzen wird. Vielen Dank. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Timo Schisanowski für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, als jemand, der vor seiner Abgeordnetenzeit beruflich in der Wohnungswirtschaft tätig war, fällt mein Fazit zum vorliegenden Antrag kurz und knapp aus. Wir haben in Deutschland kein Tauschproblem, wir haben vielmehr einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Lösung heißt deshalb auch nicht tauschen, sondern bauen, bauen, bauen. Der deutsche Wohnungsmarkt leidet weder an mangelndem Tauschwillen noch am zu starken Mieterschutz. Nein, die Quelle allen Übels ist die massive Wohnraumknappheit. Kurzum, das Übel muss bei der Wurzel gepackt werden, was heißt, neuer Wohnraum muss geschaffen werden. Angebot und Nachfrage gehören wieder in Einklang gebracht. Und für den vorliegenden Antrag gilt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ja, auch ich persönlich und wir als SPD-Fraktion freuen uns wirklich über jeden gelungenen Wohnungstausch, beruhend auf Freiwilligkeit aller Beteiligten. Und eine Freiwilligkeit sieht der linken Antrag jedoch gerade nicht vor. Ganz im Gegenteil, es soll stattdessen ein neuer Rechtsanspruch im Mietrecht geschaffen werden. Und das ist verfassungsrechtlich problematisch. Und das wird nicht selten unfreiwillige, unpraktische und unnötig komplizierte Folgewirkungen mit sich bringen. Allein in der Praxis haben sich gut gemeinte Wohnungstauschkonzepte nur allzu oft als untauglich erwiesen. Ich füge hinzu, leider. Daran würde auch eine mietrechtliche Regelung derzeit nichts ändern. Stichwort Mietrecht. Was den Mieterinnen und Mietern jetzt wirklich helfen würde, hierzu nur vier beispielhafte Punkte. Erstens, Mietpreisbremse verlängern, zweitens Kappungsgrenze absenken, drittens Mietspiegel stärken und viertens Indexmieten regulieren. Diese Punkte könnten kurzfristig und effektiv umgesetzt werden. Deshalb lassen uns hierfür endlich gemeinsam gesetzgeberisch tätig werden. Das würde Millionen Mieterinnen und Mietern in unserem Land wirklich spürbar helfen, sofort und dauerhaft. Doch nochmals zurück zum alles entscheidenden Bauen. Gerade hierauf legen wir als SPD und Ampelkoalition richtigerweise auch unseren Schwerpunkt. Allein den sozialen Wohnungsbau fördern wir als Bund mittelfristig mit 14,5 Milliarden Euro. Das sind Rekordinvestitionen. Das ist gut so. Fazit zum Schluss meiner Rede. Keine Wohnungstauschexperimente, sondern neuen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist das Gebot der Stunde. Herzlichen Dank. Glück auf. Dann schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/6714 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Federführung beim Rechtsausschuss. Die Fraktion Die Linke wünscht Federführung beim Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion Die Linke. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist Die Linke, die CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Enthaltungen sehe ich keine.
Dann ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, also Federführung beim Rechtsausschuss. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind die Linke und die CDU/CSU. Enthaltungen keine. Dann ist der Überweisungsvorschlag angenommen. Wir fahren fort und kommen zu unserem letzten Punkt, nämlich den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der